Ja, lieber Werner, lieber Bereichs- und Stabsstellenleiter, ich danke dir für die Einladung zum heutigen Austausch über eines deiner Gedichte. Ich habe mir intensiver, ich hab mir verschiedenste Gedichte bei deinem Werk angeschaut, europäische Lese, wo du ja mehr als 161 Gedichte geschrieben hast. Und ich glaube, du hast jedes Werk, jedes Gedicht an bestimmten europäischen Literaten auch zugeordnet. Und bei Durchsicht der Gedichte ist mir ein Gedicht besonders ins Auge geschossen. Und ich glaube, dass dieses Gedicht auch von besonderer Bedeutung in der jetzigen Zeit wieder ist. Nämlich das Gedicht, der Titel Die Gewerkschaftsbewegung. Also, Gefällt dir gut? das gefällt mir aus mehreren Gründen. Ja. Ja. Erstens finde ich auch in der jetzigen Zeit, gerade jetzt in der Pandemie, wo eine Pandemie, die Folgen der Pandemie erst beginnen, ja, die sozialen Verteilungskämpfe auch noch beginnen werden, aus meiner Sicht, ist es sehr wichtig, dass sich Menschen zusammenschließen in Form von Gewerkschaften, um eben gemeinsam kollektiv Interessen zu vertreten. Weil der Einzelne aus meiner Sicht natürlich seine eigenen Interessen, sei es beim Thema Arbeitszeit, sei es beim Thema Lohnerhöhungen, also nicht gerade gut vertreten kann, als es dementsprechend eine Verhandlungsmacht gibt auf Seiten der Arbeitnehmerbewegung. Darum erscheint es mir mal ganz wichtig, und ich glaube auch, ich habe das die Zeilen am Anfang auch sehr, die ersten zwei Zeilen, wo du ja auch zum Ausdruck, glaube ich, gebracht hast, dass eben, wenn sich mehrere Menschen vereinigen, ja, die Masse ja sehr viel bewirken kann. Ja, dann wird das Kleine zum Großen, hast du da formuliert. Ich weiß nicht genau, ob das so stimmt, meine Interpretation, ob du das auch Die zum Ausdruck. Interpretation stimmt immer und nie. Also es ist nur deine Interpretation, Ja. aber ich schlage vor, lieber Jörg, wir Bitte, lesen einmal das Gedicht. das wäre, würde ich dir sehr dankbar sein. Gut, dann lesen wir das Gedicht. Ja. Gewerkschaftsbewegung. Dass die Kleinen, die Großen sind, stimmt. Doch bleibt es durchstoßen, solange brav tanzen nach der Pfeife der Großen, die Kleinen. Und du hast das ja jetzt schon angesprochen, lieber Jörg, und du bist ja absolut vom Fach, du bist Rechtsschutzsekretär der Arbeiterkammer Steiermark hier im Oberland, zuständig für alle obersteirischen Bezirke. Das ist schon eine sehr bedeutende Position im Rechtsschutz der Steirischen Arbeiterkammer. Du bist doch jung, ein kommender Mann. Und du weißt sehr gut, dass das, was wir hier tun, für die Menschen nur möglich ist, weil wir dieses Machtgefälle am Markt ausgleichen. Das Kapital, das Geld, hat naturgemäß mehr Macht als die einzelnen Arbeitnehmer. Und das kann man ausgleichen durch zwingende Gesetze, durchs Arbeitsrecht, zwingender Urlaub, dann zwingende Entgeltfortzahlung. Kann man mehr geben als Arbeitgeber, aber weniger nicht. Kollektivverträge, die ausgehandelt werden durch die Gewerkschaft. Aber dieser Ausgleich im Machtgefälle ist nur möglich, wenn die Menschen sich zusammenschließen. Denn gegenüber dem Kapital wird Macht nur aufgebaut, wenn auf der anderen Seite die Masse die Menge ist. Je mehr Gewerkschaftsmitglieder, desto besser die Verhandlungsposition insgesamt der Arbeitnehmer. Und du hast das ja schon angesprochen, gerade die Corona-Krise zeigt, wie ungemein notwendig wir diese Verhandlungsmacht haben. Es sind jetzt sehr, sehr hohe Schulden, mit Recht sehr, sehr hohe Schulden angehäuft worden.
Und jetzt wird sich zeigen, wie diese Schulden verteilt werden, wer schlussendlich die Rückzahlung dieser Schulden trägt. Ob das der berühmte kleine Mann ist, bei dem angeblich am meisten zu holen ist, oder ob das jene sind, die vielleicht mehr einbringen könnten, nicht? Durch andere Gewinnsteuern, durch andere Vermögensteuern oder ähnliches. Und ich habe das ja auch Elias Canetti zugewidmet. Elias Canetti hat ein ganz maßgebliches Werk geschrieben, er der große Dramatiker und Nobelpreisträger, und das heißt Masse und Macht. Und da hat er sehr, sehr genau die Relation, den Zusammenhang dargestellt zwischen der Menge einerseits und der Macht, die schlussendlich andererseits ausgeübt wird. Die Macht der Verfügung über die Produktionsmittel, das Kapital, braucht Gegenmacht, und diese Gegenmacht ist nur möglich, wenn sich die Menschen solidarisieren und zusammenschließen. Danke, lieber Werner, für die Ausführungen. Und ich glaube wirklich, dass das Gedicht auch eine gewisse Bewusstseinsbildung durchaus hervorrufen kann, nämlich dass es wieder aufzeigt, wie wichtig und auch welche Macht auch im positiven Sinne Gewerkschaften haben können, wenn sie sich die Menschen zusammenschließen und sich solidarisieren. Ja, danke dir für dieses Gespräch. Du hast mir gesagt, du möchtest noch eine kleine Signatur hinein. Da wäre das sehr dankbar, weil es ist wirklich sehr interessant und hat auch zeitbezogene Themen zum Inhalt der 161 Gedichte. Das wäre bei dir eine besondere Ehre, mein lieber Freund. Danke. Danke fürs Gespräch. Danke dir.